So, da bin ich wieder. Ups, da hinten ist noch Ritter. Und ich habe eine Kleinigkeit verändert. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt Maus-Look. Was ja doch recht praktisch ist. Außerdem habe ich jetzt auch einen Maus-Cursor. Der wurde vorher nicht aufgenommen. Und das war schwieriger, als ich dachte, das wieder hinzubekommen. Aber gut. Erstmal panisch vor den Rittern weglaufen. Am besten auch in eine Richtung, die Sinn macht. Wie zum Beispiel die Trainingshalle hier. Klick. Ausgebildet werden. So, Stufe 2 für 9 Gold. Stufe 3 für 19 Gold. Und das... Ihr braucht ein mehr Erfahrungspunkt. Ernsthaft? Das ist doch ärgerlich. Können wir noch was lernen? Waffenmeisterkonditionen. Ja, nö, später. So, da sind die Ritter. Wir würden gerne... Zum Waffenschmied. Der war hier. Klick. Guten Tag. Darf ich helfen? Würden gerne lernen. Bogen. Bogen. Jetzt haben alle vier Bogen. Bräuchten nur noch vier Bögen. Bogen macht 5d2, Armbrust macht 4d2. Ja, sehr schön. Du kauf mal Bogen. Bogen. Raus. Ja. Raus. So. Du kriegst einen Bogen. Du kriegst einen Bogen. Und jetzt müssten wir einigermaßen tackern können. Ich weiß das nicht. Hör mal, ich weiß das nicht. Wie geil. Also ja, das passt definitiv zu Talana. Aber gut, wir haben zwei Levelanstiege mit den drei Charakteren gehabt und mit ihr auch einen. Das heißt, wir haben jetzt Fähigkeitspunkte zu verteilen. Und zwar nicht schlecht Fähigkeitspunkte zu verteilen. 10 Stück nämlich. Wir hätten also gerne... Du kannst Experte werden im Bogenschießen. Ich glaube, ich werde ihm auch genug Punkte rein tun, dass er Experte werden kann. Allein schon, damit er später einfach schießen kann, wenn gerade nichts anderes gemacht werden kann. Und er wird recht häufig nichts anderes machen können, weil er ein Nahkämpfer ist. Also 1, 2, 3, 4. Schon haben wir noch einen Punkt. Bei dir... Nee, sie kann nicht mehr Experte werden. Und sie wird später auch durchgehend zaubern können. Also nee, sie kriegt keine Punkte Bogen. Sie. Was schmeißt sie gerade für einen Zauber? Wenn sie dann einen Zauber schmeißt. Giftnebel. Macht 2 Schaden plus 1 bis 2 pro Fähigkeitswert. Also für jeden Punkt, den wir reinsetzen, macht es 1 bis 2 Schaden mehr. Das finde ich jetzt nicht so überragend. Aber gut. Erdmagie, Meditation, Bogen, Alchemie. Oh ne, Erdmagie ist wichtig. Sie kriegt hoffentlich ja auch bald einen Angriffszauber. Und wenn sie ihn dann hat, wäre es schon schön, wenn er gleich mehr Umf hat. Und du, Stufe 10, Feilschen. Und du kannst auch Bogenexperte werden. Feilschen. Nee, komm. Feilschen muss erstmal auf Stufe 4, dass sie möglichst schnell Experte wird. Ja. Inventar, sonst noch irgendwas zum Verteilen? Das schaffe ich nicht. Ja, reparieren haben wir gar nicht geskillt, ne? Hat er noch gar nicht. Und wir haben auch kein Gold mehr. Das ist jetzt nicht so schön. Ja. Oh, wir sollten Dingens Luft wieder anmachen. Weglaufen. Haben wir den roten hinter uns oder den blauen? Paranoid umsehen, da hinten ist der rote. Nee, weg. Also wenn das der blaue gewesen wäre, einer von den beiden blauen, die noch leben, dann hätten wir ihn ja schnell umhauen können, aber so, nee. Nee. Jetzt gehen wir einfach... Du bist eine Wache, richtig? Ja. Jetzt nehmen wir mal dich mit. Haben alle Haste, sehr schön. Dann gehen wir hier runter und einmal rum in das Gebiet, wo vorher die Feuerfliegen waren. Und dann gucken, was wir hier noch so plündern können. Wart ihr nicht tot? Okay. Kaputt. Piu, piu, piu. Seht ihr mal, wie die alle runterfallen? Das ist doch richtig schick. Das ist übrigens auch noch ein Vorteil vom rundenbasierenden Modus. Ein sehr, sehr extremer Vorteil. Man trifft den Gegner öfter. Weil im Echtzeitmodus fliegen die halt hin und her und hin und her. Man schießt dann mit dem Bogen, der braucht 2 Sekunden, bis er bei dem Ziel ankommt. Und da ist das Ziel längst weg.
Also ja, wenn man sich nicht sicher ist, Rundenbasierender-Modus, einfach spammen. Und man sollte auch nicht zu schnell hintereinander S drücken, weil eventuell ist das Ziel ja schon tot. Nach einem Treffer. Und dann knallen die anderen drei Pfeile, Zauber, was auch immer, auf denselben Gegner. Was nicht so schön ist. So. Bald mal alles tot hier. Ja, da haben wir noch was getroffen. Ah, da kommen jetzt die dicken Dinger. Da. Feuerdachfliege? Nein, das sind normale. Das wäre wieder so eine Königin. Oh gut, einfach draufhalten. Kaputt. Ja, die sind definitiv zäh. Aber das macht nichts. Wir sind die Taka-Taka-Crew. So, und grün, das heißt keine Gegner mehr da. Sehr schön. Das heißt aufräumen. Mohaha, Gold, 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 Gold. 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 Oh, lebt noch was. Lebt noch ein bisschen was. Wow, wow, hey, hey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Sollte noch ein Hügel drauf. Roten Masseter-Modus. Umdrehen. Schießen. Lachhaft. Piu, 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 piu. Das tut irgendwie weh. Tut es das. So, gehen. Alles wieder grün. Dumit, 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 dumit. Hier ist noch was. Zing. Zing, zing. Zing. Aber ich finde das echt komisch, dass sie schon wieder da waren. Also es kann sein, dass es Respawn ist, aber normalerweise dauert das ein Jahr. Kann sein, dass es auf der Newbie-Insel ein wenig angehoben ist. Damit man schnell ein bisschen grinden kann. Oh ja, was haben wir sonst so? Kisten. Ich glaube, da schlafe ich mal vorher. Oh. Wir wurden überrascht. Von Feuerfliegen. Was für ein Wunder. Wenn wir mitten im Feuerfliegennest einschlafen. Hilfe! Dau. Dau. Oh. Du. Warte mal. Mausluck weg. Zaubern. Heilung. Au. Hilfe! Hauen. Kannst du nicht aufwecken? Betäuben. Na komm, betäub mal einen. Du heilst wieder ihn hier. Au. Oh nein. Komm schon, einer tot. Sehr gut. Rückwärts laufen. Du heilst dich selbst. Komm schon, weck doch meiner sie auf. Die sind zu nah dran zum Bogenschießen, das Ärgerliche. Und unsere Mädels machen keinen Nackabschaden. Das tut irgendwie weh. Du heilen dich. Du haust den, tötest ihn. Jetzt können wir schießen, sehr gut. Schnell weiter zurück. Piu, 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 piu. So. Au. Au. Und wir sind im Rücken zum Meer. Au. Wir wurden von Feuerfliegen ins Meer getrieben. Du heilen sie da. Au. Das war die falsche Wahl. Komm schon, wir werden jetzt doch nicht von einer Feuerfliege umgebracht, oder? Na also. Gleich wieder schlafen. Diesmal werden wir auch nicht gestört. Sehr gut. Zing. Alles mit 592. Ah, ist okay. Wir wollten aber eigentlich die Truhen da plündern. Genau die hier. Mausluck-Modus? Zing. Aha. Schuhe. Das ist jetzt eine bessere blaue Essenz. Das geht ja an der Kraft 5. Das heißt, da würden potentere Mana-Tränke rauskommen. Alles zu Druiden. Du wirst verkauft. Du wirst mal ausgerüstet von einer der Damen. Eine graue Reagenz, das bringt nicht so wirklich viel. Also grau ist ein Katalysator. Wenn wir also meinetwegen einen roten Trank haben mit Kraft 1 und wir haben einen grauen Trank mit Kraft 10 und wir mischen die, dann kommt ein Trank raus, der ebenfalls rot ist. Also
nicht grau, sondern rote Ausgangstrank, der aber stärker ist. Ich glaube um 10 stärker oder auf 10 hoch stärker. So, du kannst, nee, warte mal, du kannst getragen werden. Du kannst getragen werden und du auch. Mauslook weg. So, du Streikkolben. Damit kenne ich mich nicht aus. Das nicht, okay. Du dahin, du hast schon einen Stock. Du hast endlich wieder einen Dolch. Schuhe an. Und Handschuhe an. So, ist ja richtig gute Beute bisher. Und eine Muschel. Die hätten wir also nicht kaufen müssen. Giftnebel. Achso, das ist, glaube ich, der, den sie hier sprechen kann. Und eine Reagenz. Das ist leer. Da hinten. Aha. Ganz viele leere Flaschen zum Mischen später. Die haben eins, die haben fünf. Die kommen mal mit und diese Einer-Geschichte fangen wir bald an, dass wir sie nicht mehr aufnehmen. Oder haben wir doch schon ein paar von. Also Mana-Trank. Kraft 5. Die perfekte Mischung. Kraft 6. Die perfekte Mischung. Kraft 6. Geschafft. So. Schon mal einen kleinen Vorrat. Gelb macht übrigens was? Heilt Schwäche. Also wenn jemand müde ist. Hm, okay. So. 1111 Gold. Und unsere Zauberin müsste jetzt den einen Erfahrungspunkt gemacht haben, um aufzusteigen. Das machen wir doch gleich mal. Und dann gucken wir uns um, ob wir nicht irgendwo bessere Zauber finden. Initiiertengilde des Feuers. Ja, sie wollte eigentlich Wasser. Wasser und Erde bräuchten wir. Körper. Zaubersmaragd? Nein. Luft. Seele. Nip. Genau die Sachen, die wir brauchen, gibt's hier nicht. Das Geschäft ist geschlossen. Oh. Hier können wir nicht bleiben. Es sind feindliche Monster in der Nähe. Das wird der eine Ritter sein. Könnten wir es versuchen, ihn anzugehen, aber du bist eine Wache. Kein besonders gutes Gefühl bei der Sache. Da hätte ich echt gerne erstmal ordentlich Zauber. Also hier schlafen bis zum Sonnenaufgang. Wobei zu bedenken ist, wir haben jetzt nichts gegessen. Das heißt, wenn wir zu lange rasten ohne zu essen, werden wir auch müde. Und Schlimmeres. Also wenn es mehrere Tage ist, dann werden wir schwach. Dann werden wir irgendwann wahnsinnig und ähnliche Scherze, bis man irgendwann stirbt. Das ist ganz schön krass eigentlich. Aber na gut. Sonst wird man wahrscheinlich fast gar nicht schlafen. Ihr wollt ausgebildet werden. So ist es Stufe 3, richtig. Raus. Rein. Wir hätten gerne Wassermagie. Schwing. Ja. Und dann könnten wir da oben noch rauf. Wo der Eingang zum Tempel sein soll. Wo wir die Bodenfliese herbekommen. Wo wir die Ritter auch aus Versehen angetickt haben. Was so im Nachhinein nicht die beste Idee gewesen war. Haben die vielleicht noch irgendwas hier rumliegen? Irgendwelche alten Leichen von den Feuerfliegen, die wir übersehen haben? Nö. Nur da hinten dieses Feuerschutzdingens. Wir könnten nochmal durch die Drachenhöhle laufen, fällt mir auf. Vielleicht liegt da ja noch was. Ja, später. Oh, was zur Hölle haut uns da? Du. Bist ein Schwerträger. Keiner trifft. 8 Schadenspunkte. Rückwärts. Ja, du bist gleich tot. Oh, pio, pio. Lasst uns mal einen richtigen. Sehr gut. So. Ruf minus 5. Aber das war jetzt schon der zweite. Also ich glaube, insgesamt war es ein roter Ritter und 3 kleinere. Na gut, soll uns egal sein. Wir wollen jetzt hier rein. In den Tempel des Mondes.
Das Tropfen von Wasser und merkwürdige, unidentifizierbare Geräusche sind das Einzige, das von Eingang dieses Gewölbes zu euch dringt. Genau, da wollen wir in der nächsten Folge reingucken. Versuchen, diese Bodenplatte zu bekommen und einfach nur ganz viel Gold und Erfahrungspunkte zu machen, wie sich das für Abenteurer gehört. Also dann, bis gleich.